Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu mit allen aus dem Team Pizza. Hallo! Und heute geht's um die erstellt von Robert. Gott. Dankeschön, Robert. Das war richtig unangenehm. Also, Robert hat einen kleinen Text geschrieben und My Info. Um nach 32 Jahren Wiedervereinigung etwas den kulturellen Austausch innerhalb Deutschlands zu fördern und weil ihr oft mit eurem Wissen glänzt, heute 50 Fragen zu Geil. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Boah, voll gut, jetzt weiß ich schon mal zumindest, wer die neuen Bundesländer sind. Ich weiß zumindest jetzt schon mal wieder Mecklenburg-Vorpommern, ne, kurz auf den Kopf hauen, Schwerin. Ah ja, guck mal, gut zu wissen. Heiß. Dabei erwarten euch Fragen zur Geschichte, Geografie, Kulturgütern, finde ich sehr spannend, Politik und selbstverständlich absolutem, nicht N, ne, Robert, aber du kommst aus den neuen Bundesländern wahrscheinlich, Basiswissen. Viel Spaß. Es gibt natürlich 4 Punkte für eine richtige Antwort, 1 für eine falsche, wenn geschätzt werden soll, sag Bescheid. Gucken, Frage Punkte Nummer wir heute machen. 1. Welche Stadt... Holy shit. Ja, Jay? Bananen. Nicht gut? Okay. Ich habe eine serious Antwort gegeben, hallo? In welche Stadt Bananen? Pizza? Schwerin. Nein. Ja, das ist gut, komm. Bram? Dresden. Nein. Was ist los mit euch? Bram? Leipzig. Was ist denn da los, Alter? Was stimmt denn mit euch nicht? Das ist richtig. Nein! Welche Stadt ist die bevölkerungsreichste Stadt in den neuen Bundesländern? Berlin ausgeschlossen. Ah, ja, stimmt. Berlin hätte man auch noch sagen können. Leipzig, okay. Mit circa 600.000 Einwohner. Ja, easy. Ersten Punkte. Achso, Tipp 1 habe ich euch natürlich nicht gesagt. Es ist die 8. größte Stadt in Deutschland. Tipp 2, Düsseldorf und Stuttgart haben etwas mehr Einwohner. Jo, Düsseldorf ist ein bisschen mehr geworden. Na, guck mal, absolutes Basiswissen. Sehr gute erste Frage. Komisch, dass die Antwort nicht Bananen war. Frage 2. Okay. Nennt eine der beiden größten Flussgebiete in den neuen Bundesstaaten. Oder. Oder Elbe. Nee, er hat der Oder gesagt. Ah. Ja, ich weiß. Ah. Alter, der hat immer voll die Tipps da reingepackt. So viel brauche ich gar nicht. Die Jungs wissen einfach alles. Wir sind aber zu smart. Hallo? Ja, du hättest hier, einer der beiden Flüsse mündet in die Nordsee, der andere in die Ostsee. Tipp 2, der eine Fluss fließt durch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, alles, ne? Und der andere Fluss fließt durch Sachsen und Brandenburg. Brauchen die gar nicht. Ist die Spree so klein? Ja, aber ist nicht... Nicht so ein Nebenfluss größten. Von der Oder? Ach so, das kann natürlich sein. Das ist vielleicht die nächste Frage, wer weiß. Frage 3. Was ist die höchste Erhebung in den neuen Bundesländern und wie... Shit. Scheiße. Ich sag, nee, pass auf, da machen wir, da werden wir 2 teilen, weil, also, das ist eine Schätzfrage. Teil 1 reicht mir erstmal. Die höchste Erhebung. Brocken. Das ist Brocken. Falsch. Oh, krass. Was ist denn da außer Tipp 1? Tipp 1 kann ich jetzt dann sagen, der Brocken ist der 2. höchste Berg. Das ist aber belastend. Gut. Die Höhe sage ich jetzt nicht, weil wir gleich schätzen werden. Tipp 2, die Erhebung befindet sich im Erzgebirge. Ja, ja, ich dachte, das wäre der Brocken. Ja. Nee. Großglockner. Nee. Wie heißt das? Eine Erhebung? Ja. Ja, Berg, Alexanderturm, ne? Hier, klingt, Platz. Also, boah, ich könnte euch noch einen Tipp geben, aber das klingt wie ein Baum. Was? Baum. Bam? Buchenhügel. Nee. Bram? Eichenberg. Nee. Oh. Ich werde mal kurz. Nicht buzzern. Ich würde nur eine Frage stellen, weil waren nicht alle bei Minecraft dabei. Wisst ihr, was der Chat mir mal vorgeworfen hat, was ich getan habe? Ja. Nicht buzzern, hat Christian doch gesagt. Okay, also wenn das jeder weiß, dann. Nee, ich weiß das nicht. Buzzer ich nämlich. Ich auch nicht. Okay, wenn Bram und Jay das nicht wissen, dann weiß ich das nicht. Ja, gut, dann schließen wir sonst in 3, 2. Ja, wir dürfen jetzt nicht mehr buzzern, oder? Geschlossen. Ja. War der Fichtelberg in Sachsen. Fichtelberg, habe ich noch nie gehört. Dann machen wir jetzt die Schätzfrage noch schnell hinterher. Wie hoch ist denn der?
In Metern, bitte. Ich jetzt wieder. Ah, warte, warte. Scheiße, da ist die höchste Gebirge. Erhebung das macht der ja neuen Sinn. Bundesländer, der Fichtelberg. Der Fichtelberg, ja, das ist schon ein Ding zum Hochklettern, ne? Auf dem Brocken war ich schon mal. Echt? Du warst schon mal auf dem Brocken? Ja. Oben. Ja. Aber dann kann er nicht so hoch sein. Ja. Dann kannst du mit dem Auto hochfahren. Dann bin ich hochgelaufen und mit der Zahnradbahn runtergefahren. Oh, guck mal. So ein schöner Ausflug. Ja. Peter, ich hab währenddessen Pokémon Go gezockt. Da war noch, wo Pokémon Go in war. Oh. Ja, gibt's denn da oben Pokestop wenigstens? Okay, machen wir mal so. Ja. Oh, immerhin. Okay, wir haben vier Antworten. Ich hab mitten im Wald... Achso. Was denn? Nee, ich hatte mitten im Wald damals eine Arena übernommen, die ich über 3 Wochen gehalten habe oder sowas. Krass. Weil die keiner halt nutzt. Münzen! Hat die dann gegeben. Ja, die hat richtig viel Kohle gebracht. Wir haben 4 Antworten. Und zwar Peter sagt 900 Meter. Bram 1001 Nacht, Meter. 1121 sagt Jonathan. Und 969, I see what you did there, sagt Sebastian. Peter, du hättest nicht nochmal ändern sollen. Nein! Es sind 1214,79 Meter. Nice. Deswegen geht der Punkt so an, oder die Punkte an Jonathan. Weiß man doch. Ja, das finde ich unfair. Belastend. Echt über 1000? 1141 ist der Brocken übrigens, Jay. Da warst du sehr knapp dran. Ja, irgendwie sowas. Das wird nicht viel Unterschied sein, habe ich mir gedacht. Ja. Oh, guck mal da. Frage 4 ist eine Schätzfrage. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung leben in den neuen Bundesländern inklusive Berlin, Stand 2021? Wie viel Prozent? Boah, ich glaube, Berlin macht da auch echt einen gar nicht so kleinen Anteil aus. Ich wohne in Berlin, 2 Millionen? Mehr. In den neuen Bundesländern? Ja. In den neuen Bundesländern. Also zählt jetzt Berlin dazu? Ja. Ja, inklusive okay. Berlin. Achso, das habe ich vielleicht überhört. Hm. Oh, das ist schon ein Schnuckelchen, der Jonathan. Ja, ja. Boah, das ist echt eine gute Frage, ey. Da wird mal hart gerechnet. Ja. Jetzt habe ich wieder geändert. Oh Gott, ich werde mich wieder auf. Ich habe auch geändert. Nicht Millionen, Prozent hätte ich gerne. Ja, Prozent. Ja, mach einmal ein Prozentzeichen dahinter. Lass die Zahl genau so. Sehr gut. So, wir haben 4 Antworten. Peter sagt 32%. Bei Bram sind es 24,55. Jonathan hat statt 15 Millionen 15% genommen. Bei Sebastian sind es 24%. Bram. Und es sind 19,41%. Och. Nicht mal ein Fünftel. Moment, dann bin ich ja nah genug dran. Damit ja. ist Jay nah genug dran. Scheiße, ich habe korrigiert, ich hatte 21. Ah. Berlin macht nicht mal den größten Teil aus, sondern Sachsen mit 4,86%. Berlin ist nur 4,42. Aber ich habe ja, Berlin auf 5 Millionen geschätzt. Ja, naja. Okay. Ja, keine Ahnung. Nur ein Fünftel, ey, das ist ja krass. Mein. Nächstes ist wieder zum Buzzern. Ja, nicht mal. Eiferbübsch. Ey, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Frage 5. Welche Landeshauptstadt ist zugleich Schwerin? Fuck off. Keine Großstadt, so also unter 100.000 Einwohnern und die kleinste Landeshauptstadt in Deutschland. Das ist doch jetzt echt so beschissen. Mies. Die Stadt hat 95.740 Einwohner am 31.12.21. Geil, Stadt 2, Tipp 2, die Stadt befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern. Robert, du hast aber auch ein negatives Bild von uns, muss man auch ganz einfach mal sagen. Ne? Wirklich. Ja, guck mal, Bram hat nur, welche Landeshauptstadt gehört. Ja, genau, welche Landeshauptstadt gehört. Nee. War überhaupt nicht. Gibt Frage ja auch 6. nicht so viele, ne? Nö. Frage 6. Deutschland, oh, das ist lang. Deutschland ist das Land mit der größten Braunkohleförderung auf der Ach, Welt. Oh Gott. In Klammern mit 166 Millionen Tonnen Stand 2018. Die Regionen sind in den nächsten Jahrzehnten vom Strukturwandel durch die Energiewende betroffen. So ist beispielsweise das Rheinische Braunkohlerevier das größte in Deutschland. Nenne die 2 nächstgrößeren Reviere. Was? Das Oder und Elbe, also Elbe und Oder Revier. Also eins heißt Elbe und das andere heißt Oder, ne? Nein. Aber nice.
Also wir sollen jetzt, ich wüsste ja nicht mal eins, was ist das denn? Ich, genau, ihr wüsste halt auch nicht mal eins. Ich habe ja eins schon gesagt. Gesagt, nenne die nächstgrößeren Reviere. In Bautzen versuchen, die braunen Kohle zu machen. Wo ist das dann? Das ist, weiß ich nicht. Aber wir müssen irgendwo noch zwei nennen, oder nicht? Weil das genau. Ach so. neben Bautzen, Sülzetal. Bautzen und Sülzetal Revier. Bautzen und Sülzetal. Gibt es Sülzetal wirklich? Ja, das ist neben Magdeburg. Keine Ahnung, aber Bautzen ist ja schon falsch. Ja, das gibt's ist tatsächlich in der Nähe von Magdeburg. Neben Magdeburg. Wo ist Bautzen? Weiß ich nicht, irgendwo im Osten, da sind doch immer die Nazis. Das war der Witz, der versucht, die braunen Kohle zu verschärfen. Ja, ja, das war doch der Witz. Danke für die Erklärung, ich hab's nämlich nicht verstanden, oh mein Gott. Ich wollte einfach nur eine Länge, ich wollte einfach nur Punkt für euch gönnen. Hast du gemacht. Mehr wollte ich gar nicht. Hast du gemacht. Oh, ich glaube, ohne einen Tipp kommen wir nicht weiter. Ein Revier liegt in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aha. Mega. Das Obersachsen-Revier und das Untersachsen-Anhalt-Revier. Ja. Das andere liegt aber in Sachsen und Brandenburg. Also, ah, scheiße, letzte Vorsagen. Ich glaube, da kommt ihr nicht drauf. Ich nehme das mal raus in 5, 4, 3, ja. Einmal. Ja, das Schweriner Umland und Dresdner Braunkohlerevier. Sachsen und Sachsen-Anhalt, nicht Mecklenburg-Vorpommern. Ach ja, scheiße. Hat der Jonathan richtig erkannt. 3, 2, 1, geschlossen. Es ist natürlich das Mitteldeutsche Revier und das Lausitzer Revier. Deswegen, Jay war schon in der richtigen Region unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Naja. Leider kommt Frage 7. Falsch. Ich hätte gerne die Landeshauptstadt von Brandenburg. Ach. Potsdam. Frage 8. Welches Bundesland der neuen Bundesländer? Ja. Sachsen. Ram. Sachsen ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Scheiße. Thüringen. Thüringen ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist falsch. Ach, kacke. Oh, sehr gut. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Oh, ich weiß, das größte von der Fläche her und das ist Brandenburg. Also ihr wisst doch sowieso alles. Das war wirklich die Frage? Welches Bundesland der neuen Bundesländer ist das flächenmäßig größte? Oh mein Gott. Aber es gibt halt nur 5. 5, ne? Ja, 7. Und dann kannst du halt einfach raten und die Wahrscheinlichkeit da besser zu stehen, ist natürlich nicht schlecht. Könnte die nächste Frage sein. Mhm. Ja, war vollkommen richtig. Auch wieder 2 Tipps. Vergleichbar mit der Fläche des Staates Armenien wäre Tipp 1 gewesen. Ja. Das ist nämlich ein viel besserer Tipp, als einfach alle Bundesländer durchzugehen. Tipp 2 ist das fünftgrößte Bundesland in Deutschland. Okay. Frage 9. Welcher deutsche See ist der größte See, der keine Grenze zu einem anderen Staat teilt? Oh, das hatten wir schon mal. Wie hieß der nochmal? Jay auch gesagt, wo der liegt und das war richtig. Aber leider wusste keiner, wie der heißt in dieser Seenplatte. Ich kann euch sagen, wo der ist, in welchem Bundesland. Der ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und logischerweise ist der dann auch Teil der Mecklenburgischen Seenplatte. Ja, ja. Ah, der Wörthersee oder sowas, ne? Ja, der ist weiter südlich. Mann! Der hat Roy Black. Der hat Roy Black. Wollte baiten. Da war wieder der Bait. Ja, das hat man auch gesagt. Hab ich so Brain auf A gesagt. Ein Schloss am Wörthersee. Scheiße, man müsste sich das mal merken. Wieso habe ich Aralsee im Kopf? Ja. Nee, der Aralsee ist woanders. Der Salzsee. Man kann ja voll viel probieren bei Christian. Dritter Tipp. Ich würde nicht der dazu sagen, sondern die. Die See? Die ja, See kommt See? Nicht im Wort vor. Also die Ostsee? Achso, okay. See kommt nicht in dem Wort vor. Die Platte. Seenplatte. Platte kommt auch nicht drin vor. Relativ kurz. Was? Heißt das Ding nur Harald oder was? Die Doch, Harald. Zwei. Ja, so ähnlich. Also nicht, ist kein Name. Jetzt fang nicht an mit. Die Elke. Ich gehe ansonsten mal mit 5, 4, 3, 2, 1 geschlossen. See. Hier steht Müritz und ich würde sagen die Müritz. Irgendwie. Ist das nicht der Müritzsee? Ja, heißt der denn dann Müritzsee? Nee, hier, die Müritz. Polnisch. Warte mal. Müritz.
Muritzki. Muritzki. Wohl von slawisch kleines Meer ist ein See innerhalb der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Müritz. Mega, werde ich mir nicht merken. Das ist aber sehr, sehr unverschlossen hier, ne? Also, sehr verschlossen, Entschuldigung. Das werde ich mir hier nicht merken. Die Müritz, die ist doof. Ich kenne mich einfach, das werde ich mir nicht merken. Bin mal sehr gespannt. Frage 10. Nennt einen der 16 Nationalparks, die in den neuen Bundesländern... Jay? Die Mecklenburger Seenplatte. Das ist falsch. Nein! Warum gibt's das denn? Wir gehen aber nicht alle durch. Also wir machen, glaube ich, jetzt einen. Also ich gehe mal wieder frei in 3, 2, 1, freigegeben. Mann! Komm. Ei! Der Brocken. Der steht hier nicht bei... Nein. 3, 4, 5, 6, 7. Du hast auch... Okay, es gibt 16 Nationalparks. Du hast 7 hier in die Antworten reingeschrieben. Was mache ich denn jetzt, wenn das richtig ist? Geil. Wie geil ist denn das? Also, die da stehen, zählen. Moment. Ich klicke mal ich dabei weiter. Könnte nicht auch bei mir die Mecklenburger Seenplatte dann sein? Das ist richtig. Nein, nur die da stehen. Guck doch gerade nach. Hier wird nichts unterschlagen. Ich guck dir jetzt gerade. Was hast du eben gesagt? Mecklenburger was? Platte? Mecklenburger Seenplatte. Weißt du das doch? Hast du doch gerade gesagt, haben da wo die Möhre nee, ist falsch. Ja, das ist falsch, Jay, weißt du? Ganz okay, klar. Das finde ich schon mal. Was hat Bram gerade gesagt? Brocken. Brocken, ne? Yeah, Brocken ist auch falsch. Ich gehe wieder frei in 3, 2, 1. Ach, Bullshit. Fichtelgebirge. Was für ein Schnitzelgebirge? Ja, Schnitzelgebirge. Kennst du nicht das Weltkulturerbe? Fichtelgebirge. Das Fichtelgebirge. Hier ist der was smart, ey. Das ist ja wohl ein Nationalpark. Keine Übereinstimmung. Ach, dein... Gehe wieder frei. Peter. Die Sächsische Schweiz. Die Sächsische Schweiz ist dabei. Da habe ich jetzt echt meinen Zeigefinger benutzt. Ansonsten wäre auch noch smart gewesen, einfach Müritz zu sagen. Es gibt den Müritz-Nationalpark natürlich. Vorpommersche Boddenlandschaft, Jasmund, den Harz. Kennt man vielleicht auch. Oh, den Harz, Helbo. Unteres Odertal. Ist der Brocken nicht im Harz? Ja. Ja, wäre schon belastend für mich. Fichtelgebirge glaube ich auch. Gibt es denn auch das obere Odertal? Keine Ahnung. Das ist nur das untere Odertal. Nee, es ist nur das untere Odertal. Das untere Obertal? Dumm gelaufen. Frage 11. Nenne einen der 5 größten ostdeutschen Flughäfen. Ram. Komm. BER. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Ram. Okay, dann nehme ich einfach Flughafen Dresden. Das ist richtig. Okay, denn aber die Frage, du hast gebuzzert, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe, stand 2019. Weil ansonsten wäre nämlich Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld auch vollkommen richtig gewesen. Das wäre ja sonst nicht hingekommen. Frage 12. Nenne die 2 größten Inseln in Mecklenburg-Vorpommern. Ach du Scheiße. Ja. Ja. mein Insel-Game ist nicht so. Also ich auf 100%. Wüsste so auch jetzt. Also ich wüsste eine, glaube ich. Die kennt man, aber ob die einem jetzt einfallen, ist dann immer so die Frage. Nee, die Antwort auf diese Frage lautet nein. Das Problem ist halt auch, dass ich könnte einfach ein paar Inseln droppen, aber davon könnten auch ganz viele einfach in der Nordsee liegen. Das wäre ja Arbeitsverweigerung. Oder. Nicht in MacPom, sondern keine Ahnung, in Schleswig-Holstein gehört zu Westdeutschland. Wa? Also Sylt ist es nicht, Jay. Rügen und Barkum. Rügen und Barkum ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Oh. Ich habe keine Ahnung. Könnte richtig sein davon. Ich bin richtig raus aus dem Inselgame. Nur Sylt kenne ich. Soll ich einen Tipp geben, Jay? Hier stehen keine Tipps bei. Eins war richtig. Das klingt ja da nicht fair, oder? Wenn die anderen gar keinen Plan haben. Und ja, ich vielleicht nur so einen halben. Ja. Gut, dann schließe ich in 3, 2, 1 geschlossen. Denn Rügen war richtig. Also hätte ich gesagt, eine davon war richtig. Es sind Rügen und Usedom. Usedom, natürlich. Ey, aber auch nicht drauf gekommen. Natürlich wäre es Usedom gewesen. Das sind noch so lustige Sachen wie Fehmarn und naja. Ich weiß gar nicht mal, ob Barkum überhaupt Nord- oder Ostsee ist. Nordsee. Ah. Schade.
tippe ich jetzt mal. Frage 13. Die höchstgelegene Stadt Deutschlands ist Oberwiesenthal. Doch in welchem Gebirge liegt diese? Ich tippe mal auf das... Oh, fuck. Nee, pass auf, das ist das Harz. Das ist der Harz. Das Harz, der Harz, die Harz. Da, wo der Brocken halt auch ist. Da kommen nämlich Oberwiesenthal, da kommen nämlich irgendwelche Skispringer her. Und ich meine, das wäre da. Steht da? Nee, aber das glaube ich. Warte mal. Was ist denn das? Ist das nicht Harz? Was ist Gebirge? Nee. Nee. Ja, dann nicht. Ich gebe wieder frei in 3, 2, 1. Ach komm. Das Fichtelgebirge. Okay, warte, der Buzzer geht gerade ein bisschen steil. Ja! Okay, Fichtelgebirge. Fichtelgebirge ist falsch. Ich gebe wieder frei in 3, 2, 1. In welchem Gebirge? Genau, die höchstgelegene, also wo liegt Oberwiesenthal, in welchem Gebirge liegt Oberwiesenthal, ist die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Ist wahrscheinlich wichtig wegen den Einwohnern, denn ich denke mal, irgendwie in den Alpen liegen irgendwelche Dörfchen viel höher, aber es sind keine Städte. Und da du eben Harz gesagt hast, bei westlich-nordwestlicher Luftströmung liegt dieses Gebirge, was wir suchen, im Regenschatten von Thüringer Wald, Harz und sogar dem Rothaargebirge. Ja, im schade, ich hätte... Im Regenschatten. Moment. Was? Was? Die liegen im Regenschatten. Da regnet nicht, Peter. Knall! Da regnet. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ja, ja, die liegen halt im Regenschatten. Erklären, dumme. Das verstehe ich dann auch. Schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Ist das Erzgebirge. Ach, das gibt's ja auch noch! Da hätte man sich mal buzzern können. Hätte man wissen können. Boah, seid ihr blöd. Müssen. Boah, sind wir doof. Hätte man wissen müssen. Boah, Erzgebirge. Ob man darauf kommt. Das tut weh. Okay. Frage 14. Nenne eine Hanse... Bram? Eine Hansestadt. Gott sei Dank hast du doch gesagt Rostock, sag ich dann. Das ist richtig. Du hast aber auch schon wieder gedrückt vorher. Nenne eine. Ja, ich wollte, hast aber auch schnell aufgehört, Chris. Wollte da konnte man nichts sagen. Nee, nenne eine Hansestadt in den neuen Bundesländern. Und ich habe kurz überlegt, ob ich Rostock rausnehme. Weil dann bleiben nämlich noch Wismar, Stralsund, Greifswald, Anklam, Demmin, Salzwedel, Gardelegen, nein, hat keiner gewusst. Harvelberg, Osterburg, Seehausen, Werben und Stendal. Na gut, Wismar und Stralsund kennt man. Boah, Greifswald habe ich mal gehört. Aber wusste gar nicht, dass Stendal eine Hansestadt ist. Wusste viele davon nicht. Ja, aber richtig gemacht. 30 Punkte aktuell bei Bram, 28 bei Jay, 23 bei Peter und 19 bei Sepp. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Frage 15. Ist wieder eine Schätzfrage. Mit welchem Tag, und ich hätte gerne Datum in Form von Tag, Monat, Jahr. Mit welchem Tag wird der Volksaufstand bezeichnet, der in der DDR zu Streiks, Massendemonstrationen und politischen Protesten führte? Das ist eine Schätzfrage. Das ist eine Schätzfrage. Das ist sehr gut. Ich dachte, das ist okay. Muss er dann... Info. Und ja... Ja, Tag, Monat und Jahr. Hintergrund war unter anderem der zwanghafte Aufbau des Sozialismus und die Verfolgung politischer Gegner. Oh, lol. Okay, ich hatte was ganz anderes im Kopf. Tipp 1. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Tipp 2. Das hat keiner mitbekommen, weil das kam in den Medien nicht durch. Der Tag wurde in der BRD zum Feiertag Tag der Deutschen Einheit. 1990 wurde er auf den 3. Oktober verlegt. Okay, ganz kurz. Oh, lol. Stimmt, das hatten wir ja schon mal, ne? Das ist richtig. Ganz kurz hier. Das heißt, das war nicht der 3. Oktober. Du suchst jetzt logischerweise nicht den 3. Oktober. Moment, jetzt bitte, kannst du bitte die Frage nochmal vorlesen? Bin hardcore verwirrt mittlerweile. Mit welchem Tag, und damit meinen die halt, ne, Tag, Monat und Jahr, wird der Volksaufstand bezeichnet, der in der DDR zu Streiks, Massendemonstrationen und politischen Protesten führte. Und als Tipp steht da, also als Info, Moment, Gesundheit. 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 Ach, dankeschön. Hintergrund war unter anderem der zwanghafte Aufbau des Sozialismus und die Verfolgung politischer Gegner.
Und die Tipps sagen, der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Und der zweite Tipp sagt, der Tag wurde in der BRD zum Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. 1990 wurde er aber auf den 3. Oktober verlegt. Ja, das heißt, es gab den Tag der Deutschen Einheit schon vorher? Nee, aber ich glaube, deswegen... Wurde erst 1990? Ich selber verwirrt. Auch nicht. Bin auch verwirrt, ehrlicherweise. Ich habe jetzt was hingeschrieben und es kommt ja eher auf die Jahreszahl an, nicht auf den Tag. Ja, das ist... Boah, das geht ist im Endeffekt einfach um den Volksaufstand so. In der DDR. Ja, aber hatten wir nur einen? In der Nähe eben nicht. Einer hat ja dazu geführt, unter anderem, dass die Mauer gefallen genau. ist. Genau, also und ich frage mich, ist das der? Aber das würde ja also es die gibt Tipps vermuten den, lassen. Es gibt der Volksaufstand. Hallo, lol. Bei dem ist in den Tagen um... Datum hier einfügen, in der DDR zu einer Welle von Streiks, Massendemonstrationen und politischen Protesten kam. In einem Flächenbrand wurden in der DDR politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forderungen gestellt. Hierzu gehörten Rücktritt der Regierung, freie Wahlen und Freilassung aller politischen Gefangenen. Die sowjetische Besatzungsmacht beendete den Volksaufstand gewaltsam durch Truppen der Sowjetarmee unter Beteiligung von Polizeikräften des DDR-Regimes. Okay. Guck mal, das klingt jetzt schon gar nicht mehr so sehr, als wäre das noch nah an dem Mauerfall gewesen, sondern nee. Früher. Mindestens 55 Menschen von der DDR oder sowjetischen Soldaten wurden getötet oder von der Justiz zum Tode verurteilt. Das SED-Regime inhaftierte mehr als 15.000 Bürger und verurteilte Tausende von Unschuldigen zum Teil zu mehrjährigen Haftstrafen. Haben wir das nochmal? Also, wir haben jetzt vier Antworten. Aber nice try. Peter sagt, es war der 1. Mai 1968. Dennis spricht vom 3. Oktober 49. Jonathan vom 4. November 67. Und Sepp vom 1. Mai 72. Und der Volksaufstand der DDR ist der Aufstand vom 17. Juni 1953. Ach, Mist. Somit ist super früh. Bram am nächsten dran. Krass. Aber ich hatte nur Aufbau vom Sozialismus, da dachte ich mir so, okay, vielleicht Gründung der DDR oder so. Ja, das ergibt auch voll Sinn. Ich dachte an diese 68er-Demos. Ja. Ja, es gibt so Gedenkdinger immer des 17. Juni. Ah, lol! Ich noch nicht Straße des 17. Juni, Bram, lol. Da habe ich noch nicht gelebt, keine Ahnung. Am 17. Juni? Ja. Da war ich noch nicht da. Den überspringe ich immer. Ja. Aber jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr. Okay. Frage 16. Oh, lange Frage. Das hat eine Wissensfrage. Warte, lass mich kurz lesen. Steht Schätzfrage nicht immer davor? Ja. Ja, eigentlich schon, aber die Antwort könnte. Vielleicht sind wir so dumm, dass wir daraus eine Schätzfrage machen, Peter. Ja, Schwerin. Wie viele Buchstaben das könnte hat man Schwerin. Wissen? Also, ich musste zumindest mal lernen. Pass auf. Wenn gar keiner drückt, dann machen wir am Ende vielleicht eine raus. Also. Die Berliner Mauer wurde unter anderem errichtet, um den Flüchtlingsstrom aus der DDR zu verhindern und gilt als eines der wichtigsten Symbole des Kalten Krieges. Schätzungsweise kamen zwischen 100 und 300 Menschen an der Mauer um. Doch welcher Tag mit Tag, Monat und Jahr wird als Tag des Mauerbaus bezeichnet? Ja. Niemand hat vor, eine Mauer zu. Das ist richtig. Und wann stand sie denn dann da plötzlich? Ja, irgendwann bist du morgens aufgewacht, dann war sie da. Hoppala, plopp. Aber wann war das genau? Ich habe keine Ahnung. Oh. Gar keine Ahnung. Ich möchte das auch nicht schätzen. Können wir da bitte keine schätzen? Genau, können wir einfach weitermachen? Wir können es nur blamieren. Ja. Wenn ihr da. Okay, dann schließe ich in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Also ihr habt vielleicht mal mitbekommen, weiß nicht, ob man da jetzt so zurückgehen kann, aber es war tatsächlich ja an einem Sonntag, wo das Ganze passiert ist. Das hatte ja seine Gründe. Und es war der 13. August 1961. Ah. Hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Habe ich aber, glaube ich, für meine Ausbildung mal lernen müssen. Ah. Also, bin aber Selbstaussage. Unterschreibe ich so. Hätte ich auch nicht drauf gekommen. Frage 17! Woo! In der Völkerschlacht bei Leipzig wird Napoleon von Preußen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. Hermann. Scheiße, wie. Das ist noch der Große. Achso.
Hermann. Ja, Hermann. Keiner macht mich mehr an. Also in der Völkerschlacht bei Leipzig wird Napoleon von Preußen, Österreich, Schweden und Russland besiegt. Ah. 100 Jahre später entstand das Leipziger Wahrzeichen Völkerschlachtdenkmal. Ja. Doch wann fand denn die Völkerschlacht statt? Ach, das ist beschissen. In Jahren. Scheiße. Na gut, schon wieder. Napoleon muss halt noch gelebt haben. Das Jahr reicht mir. Ich habe auch das Datum hier stehen. Aber das ist eine Buzzer-Frage, oder? Steht hier so. Tipp 1. Die Schlacht weiß fand vor der Schlacht von Waterloo statt. Ja, muss ja auch. Das ist ein Tipp. Tipp 2. Die Schlacht fand auch nach vor Napoleons Tod. Ja. Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen statt. Ja, okay, aber das kann ich trotzdem nicht einordnen. Als wenn in einem Zeitraum passiert, wie als Napoleon Deutschland gesnackt hat. Dann ist oder er versucht hat zumindest. Ja, oder es versucht hat, ja. Dann schließe ich mal in 5, 3, 2, 1 geschlossen. Also war vom 16.10. bis 19.10., aber das haben wir mal runterfallen lassen, 1813. Ja. Okay. Wir hätten das Völkerschlachtdenkmal schon besucht, Peter. Der müsste das ja wissen. Ja, ich war auch da, aber nicht. Ich war auch da, ist aber schon lange her. 19. Jahrhundert hätte ich dir sagen können, aber das ist es auch. Ich nicht. Die entscheidende Schlacht der Befreiungskriege. Nächste Frage. 18. Schätzfrage. Oha. Aus wie vielen DDR-Bezirken ohne Ost-Berlin entstanden nach der Wiedervereinigung die neuen Länder? Also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Wie viele DDR-Bezirke waren das vorher? Übrigens, ein Bezirk war eine Verwaltungseinheit in der DDR. Boah, ich habe gar keine Ahnung. Ohne Ost-Berlin. Ohne Ost-Berlin. Boah, was weiß denn ich, Alter? Ich habe auch so gar keine Ahnung. Ich kann dir einen Tipp geben, Bram, es gab mehr Bezirke, als neue Länder daraus entstanden sind. Ja, das dachte ich mir schon. Ey, aber trotzdem, also, Dankeschön. Gerne. Okay, wie viele haben wir nochmal? Yes. Ich bin zu viel. Warte, ich muss nochmal. 600, 300. Wieder auf welcher Basis hast du diese Einschätzung getätigt? Ja, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Dann haben wir dann, sagen wir so. Ich dachte mir gerade, boah, nee, ist zu viel, aber dann denke ich mir auch so, ja, keine Ahnung, vielleicht da auch nicht. Da haben sie alle eingeloggt. Peter geht mit 112, Bram mit 58, Jay mit 7 und Sepp mit 15. Ich habe die halt geteilt, so Mecklenburg und Vorpommern, Sachsen und Anhalt, Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Ja, was ist denn mit Brandenburg? Brandenburg wird zusammengeschrieben und nicht mit einem Bindestrich. Ja, was smart. Also war einer liegt nur einen daneben. Ja, das waren nämlich 113. Es waren 14 und deswegen hat Sepp mit 15 die Punkte völlig Brandenburg verdient. Ah, Mist, ich habe Ost-Berlin mit dazu gerechnet. Ja. Hat er ja extra gesagt. Also es gab Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt an der Oder, Magdeburg, Cottbus, Halle, Leipzig, Erfurt, Dresden, Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz, Gera und Suhl. Also eigentlich die größeren Städte, die da sind. Amit Suhl. Suhl. Boah. Ich war Ghul. Nazgul. Im Suhl. Frage 19. Wie hieß die bestimmende Partei in der damaligen SED? Die Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Warum heißt das nicht SEPD? Das klingt irgendwie. Sept. Sept. Okay. Frage 20. Ich würde nur Sepp heißen. Ja. Ich auch. Ich hätte gerne Vor- und Nachnamen. Einen Vorsitzenden des Staatsrats. Ach, Walter Ulbricht. Dann hätten wir noch Willi Stoff, Erich Honecker, Egon Krenz und Manfred Gerlach. Willi Stoff ist ja 10 Manfred Gerlach? Manfred Gerlach. Er ist doch Trainer bei Bayern gewesen, da muss ich mal fragen, was das mit einem unserer Cutter auf sich hat. Mhm, Gerlach. Mhm. Mhm. Mani, Mani, Mani. Mani, Mati, Mati, ey. Frage 21. Oh, das wird schön. Ja. Was ist auf dem Wappen der DDR zu sehen? Sepp. Banane. Ein Adler, Sichel und Gerste? Nein. Ich gebe wieder frei. In 3, 2, 1. Bam. Zirkel und Ehre. Für den Birke und Ehre. Ein Zirkel. Zirkel und Der Ehre nicht. Nö, ich glaube, da ist noch was drauf. Ein Vogel.
Nee, ich gebe wieder frei. 3, 2, 1. Sepp. Zirkel, Ehren, Sichel? Das ist falsch. Ich gebe wieder frei. 3, 2, 1. Wie viele Dinger willst du denn? Ja, alles da ist eine Sonne, die verdunkelt wird. What the fuck? Aber die japanische Flagge mit einem schwarzen roten Das Land der untergehenden Sonne, wer kennt's nicht? Ich gebe mal frei, wenn alle fein damit sind, kann ich euch sagen, wie viele Teile ich haben möchte. Sag mal. Keine Ahnung, wie viele es sind halt. Also, 1, 2, 3, 4. 4? Oh, schade, ich wäre bei 3, hätte ich jetzt gestoppt. Ja. Ja. Hammer, Zirkel, Ehre, Sichel. Das ist falsch. Schade, dann bin ich raus. Boah, dann. Wie war die Frage nochmal genau? Was ist auf dem Wappen der DDR zu sehen? Das Wappen. Okay, wie ist das Wappen der Bundesrepublik gerade? Was sieht man da? Das ist kein Zirkel, das sind Essstäbchen. Da ist noch was drauf. Da ist noch mehr drauf. Ansonsten schließe ich. Ich weiß es leider nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Jay hat mir, also der war echt nah dran, weil es ist drauf. Hammer, Zirkel, Ehre und schwarz-rot-goldenes Band, denn eine Sichel ist nicht drauf. Keine Sichel. Das war knapp. Ja. Also das Wissen. Frage 22. Wie heißt die Organisation, die die Privatisierung und... Ach, scheiße. Ja, Stasi. Nee. Die Privatisierung und Verwertung des volkseigenen Vermögens nach Bram? Deutschland GmbH. Ist das nicht das, was man Deutschland vorwirft? Ja, aber das ist doch das. Ja, ich weiß. Das ist dieses, nicht diese Reichsbürger GmbH, sondern ich glaube, das ist Deutschland. Ja, der ist Finanz. Okay, die heißt dann Finanzverwaltungsdeutschland GmbH oder so heißt die, meine ich. So eine Treuhandgesellschaft. Verwaltungsdeutschland, Finanzaufsicht. Ja, ist nicht richtig. Ich gebe wieder frei. Ist nicht richtig. Nee, genau. Irgendwie so hieß die aber. Die Organisation, die die Privatisierung und Verwertung des volkseigenen Vermögens nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft ab 1990 vornehmen sollte. Ja. Boah, die hat eine richtig krasse Aufgabe, ey. Ja, das war doch dieses ganze alte Zeug abzuwickeln und so. Die hieß. Gibt leider keine Tipps. Boah, halt nicht. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Okay, dann schließen wir mit 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Die heißt einfach Treuhandanstalt. Mega. Anstalt auch noch. Anstalt. THA. Die Bekloppten da. Frage 23. Ach, guck mal, der Trabi war ab 1958 eine in der damaligen DDR produzierte Kleinwagenreihe. 7 Jahre. Nee. Okay. Hast du gesessen? Wie lange musste man warten? Ja, ja. Nee, die heute noch Kultstatus besitzt. Besonderheiten waren zum Beispiel der Zweitaktmotor und die Karosserieverkleidung aus Duroplast. Oh, ja. Warburg. Ja. Was? Nee. Die Antwort ist Warburg, nicht? Nee, die Antwort ist nicht Warburg. Ja. Von welchem Hersteller kam der Kultwagen? Von der hieß noch Warburg irgendwas. Deutschland GmbH. Muss er drücken, Asperger. Nee, ich dachte, ich sag dir vor. Die hieß, keine Ahnung. Hieß die nicht okay, Warburg okay, okay, pass irgendwas? Auf. Tipp 1. Der Name beinhaltet den Namen eines Bundeslandes. Was? Tipp 2. Das Emblem beinhaltet den Buchstaben S. Schwerin GmbH. Ah. Nee, GmbH ist da nicht. Sachsenwerke. Nee. Volksbetrieb Warburg Sachsen? Volksbetrieb Warburg, nee, auch nicht. VWS? Nee, W ist nicht drin. Ansonsten, Peter? Volksbetrieb Sachsen. Nee. Schade. Ich schließe mal in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Also mit Sachsen heißt das, oder? Mit Sachsen war dir gar nicht so falsch. Es ist VEB Sachsenring.
Also VEB Sachsenring. Auch die Sachsenring Karosserie Module GmbH. ja. Okay. Nah dran. Beides wieder eine andere. Also auf jeden Fall VEB Sachsenring. So rum. Volkseigener Betrieb Sachsenring. Weiß man doch. Frage 24. Welcher bekannte deutsche Dichter starb 1832 im thüringischen Weimar? Was ein Wort, ey. Das hatten wir doch letztens. Oh, Scheiße. Hatten wir doch Goethe. Ja. Ja. Danke. Richtig. Wusste nicht, ob das im Osten war oder in Bayern. Die Tuse Goethe. Ja, da waren wir beim Geburtsort, aber deswegen kamen wir da alle auf Weimar. Ja, ah, richtig. Ja, ja. Frage 25. Welche Band, deren Mitglieder aus der damaligen, aus der, ja? Toten Hosen. Was? Ich komme aus Düsseldorf. Was? Ah ja, stimmt. Scheiße, ich Moment. Ich gebe wieder 3-3-2-1. Die Ärzte. Nee, die Ärzte sind in Ordnung. Ich gebe mal wieder 3-3-2-1. Welche Band, deren Mitglieder aus der ehemaligen DDR stammen, gilt heute als einer der international Erfolg... Peter? Rammstein. Die Band besteht seit 94. Die Band löste bereits mehrere Male mit ihrer Musik Empörung in den Medien aus. Teile von Pete's Meat waren schon auf Konzerten dieser Band bzw. sind Fans. Ja. Heirate mich. Frage 26. Welcher deutsche Rapper thematisiert in seinen Texten oft eine ostdeutsche Identität? Gib mir nur einen. Scheinbar. Sido. Nee. Doch, der singt doch immer von meinem Blog. Ach so, ja, ja, der ist ja in Westdeutschland. Aber das ist ja keine ostdeutsche Identität. Oder? Peter Fox. Ist der. Nee, nee. Also Tipp 1 ist, er wurde 1990 in Frankfurt an der Oder geboren. Lol. Ja, das ist immerhin im Osten. Das ist richtig. Aber nach dem Mauerfall. Tipp 2. Oh, das ist für Deutsch, für Rap, glaube ich, ganz. Peter? Er benutzt oft vulgäre Sprache und Drogenkonsum in seinen Texten. Nee! Das ist der Rapper. Der Rapper? Kann er Kollege sein? Nee, Kollege ist nicht. Wie ist der nochmal? Felix oder so heißt er in echt, oder? Felix Kollege. Felix ist ja geil. Pass auf, er hatte schon. Tipp 3, er hatte schon Features mit Scooter, Blümchen, Esther Graf, Materia, Silbermond und Electric Callboy. Geil. What? How much is the fish? An der Oder! Drogen nehmen! Ja, wahrscheinlich fickt ihr den Fisch oder so. Okay, ich hab keine Ahnung. Schließ du ein 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Es ist natürlich Finch oder ich hätte auch Finch asozial zählen lassen. Habe ich noch nie gehört. Ich auch noch nicht. Ist eine Finch nicht, wenn man so Gummis zwischen die Finger macht und dann so Papierkügelchen damit verschießt? Nein, das ist eine Flitsche. Nee. Ja, ist das Flitsche asozial oder was? Ja. Das ist eine Flitsche. Das ist doof, ey. Oh, Frage 27. Oh, jetzt kommt wieder ein bisschen. Thüringen weist eine hohe Dichte an Kulturstätten von nationalem und internationalem Rang auf. Doch in welcher Stadt sind... Erfurt. Jane? Erfurt ist die Hauptstadt von Thüringen, aber hier nicht gesucht. Schade, jetzt kenne ich keine mehr. In welcher Stadt sind mehrere Gebäude einer prägenden Kulturepoche im... Oh, da fällt man dran vorbei. Jena. Ja. Die hässliche Scheißstadt. Jena. Die ist richtig hässlich. Die ist richtig hässlich von außen. Wenn du an der Autobahn vorbeifährst, dann denkst du dir nur, alter Scheiße, wo bin ich hier? Jetzt werde ich mir wieder was anhören dürfen, weil du das gemacht Jena hast. Ist halt, Jena ist halt wirklich hässlich. Vielleicht ist Jena ja das Essen vom Osten oder so. Aber nee, aber ich wollte sagen, ein Aber. Ich habe das schon ja häufiger gesagt, dass ich Jena nicht von außen schön finde, wenn ich über die Autobahn fahre, aber die Altstadt soll schön sein. So. Hab ich gehört. Hab ich wirklich gehört, aber die Frage, die Frage deutet ganz klar auf Jena hin. Ist aber nicht gemeint. Ja, schade. Denn in der Stadt sind mehrere Gebäude einer prägenden Kulturepoche im 18. Jahrhundert zu finden, welche zugleich eine UNESCO-Welt... Oh, Gotha. Nee, das ist eine Versicherung, oder? Nee, Gotha ist eine Stadt in Deutschland. Ja, drück drauf, sag Coburg. Komm schon. Halle an der Saale, nee. Aber Halle liegt doch in Sachsen. Ich hab keine Ahnung. Ich gebe euch mal einen Tipp. Ich fange mit Tipp 2 an. Ein weiteres UNESCO-Welterbe in dieser Stadt ist das Bauhaus. Was? Nice. Wenn's gut werden muss. Neben dem Mobi. Tipp
Tipp 3. Die Stadt wurde bereits in einer Kulturfrage erwähnt. Nice. Ist das stark? Tipp 1. Die Dichter Goethe, Wieland, Herder, Weimar und Schiller haben während der Epoche dort gewirkt. Das war gerade Dichter, also Goethe, Wieland, Herder und Schiller. Alter. Das war das absolute Mekka der Dichtung zu der Zeit. Kann sein, dass Jena gar nicht in Thüringen ist? Keine Ahnung. Kann sein. In Westdeutschland? Nee. Was? Frage 28. Ach du Schande. Ich rieche Schiebung. Welcher Fußballclub ist insgesamt der neueste und der Sepp? Red Bull Leipzig. Falsche Antwort. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Rasenballsport Leipzig. Ja, okay. Also. Ach so. Dann hätte ich jetzt bei Sepp auch noch durchgehen lassen. Also, ach so. Ich gebe wieder frei in 3, 2, 1. Ja, Jay, mal, da wolltest du snacken, Nachteil. Wa? Hat man also, richtig den Geifage schon gemerkt. Welcher Fußballclub ist insgesamt der neueste und damit der fünfte Verein, der in der Union Berlin Bundesliga spielte und zu DDR-Zeiten in der ersten Liga DDR spielte? Sinn. RB Leipzig zählt deswegen nicht, da keine DDR-Vergangenheit. Ja. Die anderen vier Clubs waren übrigens Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Energie Cottbus und VfB Leipzig. Frage 29. Jetzt sind diese Vorurteile die ganze Zeit in diesen Anmoderationen so mitschwingt. Und in den Antworten teilweise. Und in den Antworten auch. Was? Banane. Das habe ich auch nicht verstanden. Also. Das war schon gut. Frage 29. Welches Wahrzeichen wird in Berlin als auch in Bram? Siegessäule. Siegessäule ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Das ist doch der Brandenburger Tor, da wo halt die Mauer durchlief. Wird in Berlin als auch in Potsdam gleich bezeichnet und steht in beiden Städten, auch wenn es bauliche Unterschiede gibt. Oh, wusste ich natürlich. Das ist belastend. Also, dass man das nicht als Berliner weiß. Ne? Ach, natürlich direkt das Brandenburger da rausgeworfen Tor. Werden aus der Stadt. Wusste das, ja. Aber, hast du dich dann noch für das andere entschieden? Ja, ich wollte eins sagen, dann durftest du leider drankommen, unfairerweise. Ist aber unfair. Es wird wieder musikalisch. Frage 30. Welche Band gehört zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum? Ach, come on. Jetzt aber die Ärzte. Nee. Ach, leck mich doch. Sind sie denn Ossis? Ja, Berliner. Ja. Zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum, machte große Erfolge in den 00er Jahren, also 2000er Jahren, und stammt aus Magdeburg. Alter, kein Ahnung. Silbermond. Silbermond ist falsch. Oh. Ja. Oh, wir sind Helden. Nee. Das geht aber auch richtig wild. Ich fand's aber was schön, denn? Wie das bei Jay gerade so. Nee, man hat wirklich nachvollziehen können, wie das so ganz hinten aus dem. Dann halt Slatko und Jürgen, was weiß denn ich? Das ist Juli. Ich gebe euch ein paar heiße Tipps. Okay, also die sind wirklich gut. Einige heiße. Bandmitglieder leben jetzt in Los Angeles. Tokyo Hotel. Ja. Oh, so eine einfache Antwort. Fuck it, Frage. Mann. Ein Mitglied ist mit Heidi Klum liiert. Die Brüder Bill und Tom sind Bestandteil. Oh, das ist wirklich heiße Tipps. Heiße Tipps. Ja, wobei. Naja. Frage 31. Oh Gott, Leute. Oh, das wird lustig. Welcher Fußballclub wurde der erste deutsche Meister im Männerfußball? Der Tipp ist super. Sepp. Energie Cottbus. Nein. Peter. VfR Leipzig. Oh ja, das stimmt. Was hast du gesagt? Leipzig. VfR Leipzig. Pass auf, der Tipp. Auf der Ex-Erzieherweide in Altona gewann der Club damals gegen den DFC Prag mit 7-2. Ihr wart mega smart. 1903 der VfB Leipzig. Ihr habt beide Vereine genommen, die logischerweise, musste das ja ein Ostverein sein, und ihr habt beide Vereine genommen, die gerade schon genannt worden sind. Ja, das ist richtig. Das ist korrekt, so, ja. So weit habe ich nicht mitgedacht. Nee, wir haben aufgepasst, Bram. Alter, wie viele Vereine gibt es in Deutschland, bitte? Das war aber ein neues Bundesländer-Quiz machen, habe ich kurz vergessen. Das macht ja nichts. Dafür hast du ja auch immerhin die nächste Frage noch Zeit und kannst mir sagen, welche klassischen Produkte zählen zur erzgebirgischen Volkskunst?
habe ich auch. Räuchermännchen. Oh. Räuchermänner. Also, du wolltest nur einmal was haben. Aha. Bergmannsfiguren, Nussknacker, Weihnachtsengel, Schwibbögen. Was sind denn Schwibbögen? Das kenne ich das gar nicht. Das sind diese Bögen, wo die Kerzen drauf sind. Ach jo, doch, kenne ich ja wohl. Ich gucke mal ganz kurz eins, dann können die Zuschauer das mal sehen. Schwibbögen, jo, die kenne ich ja wohl. Haben meine Eltern auch. Was räuchert der Bram da wohl bei seinem Männchen? Reifentiere. Reifentiere? Reifentiere, Reifentiere, was ist das denn? Ach so, lol, das sind einfach Holzfiguren, also so Spielzeug, was auf so Mini-Reifen ist, was du so hin und her schieben kannst. Das sieht aus, als wären die Tiere auf so einem kleinen Skateboard. So, das hast du hier nämlich so, das ist ein Räuchermännchen. Mhm. Der hat hier so ein Loch im, ich meine, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber für die Zuschauer, der hat hier so ein Loch im Mund. Da kommt der Qualm raus, da kannst du aufmachen. Hoppala. Da war schon so ein Aromastäbchen. Mhm. Aromastäbchen. Ist so, das quasi für deine Hotbox? Nee. Guck's ja an, wenn du das nicht weißt. Die Zuschauer wissen es gleich. Und das hier zündest du an, dann kommt das hier rein. So. Und eine halbe Stunde später ist Spaß. Ja, man erklärt jetzt, wie man Drogen. Und dann stellst du das halt da rein. Ne, und dann kommt halt so, keine Ahnung, Vanille oder was auch immer du Bock hast, kommt dann da raus. Tatsächlich ist halt so ein Sammelsurium, finde ich generell, was man als Weihnachtsdeko kennt. Weil Flügelpyramiden oder zählen oder Pyramidenflügel zählen auch dazu. Ja. Und da musste ich mal gucken, was das überhaupt ist. Das sind diese Flügelchen, die oben wie so ein Rotor. Oben drauf sind, wenn du unten was reinstellst, so eine Kerze durch die warme Luft fängt, das dann sich an zu drehen. Jo, mega schön. Habe ich ja auch. Soll ich auch holen. Also das die komplette Weihnachtsdeko kommt aus der erzgebirgischen Volkskunst. Ja. Habe ich das Gefühl. Steht komplett bei meiner Mama im Wohnzimmer. Steht bei mir auch im Wohnzimmer. Frage 33. Okay. Wie wird eine westslawische Ethnie bezeichnet, die vorwiegend in der Lausitz im Osten Deutschlands liegt? Okay. Ich habe nie gehört. Okay, ich werde es nicht wissen. Ich werde jetzt ich nicht glaube, Ossi ist falsch, sagen, ne? Was ich mal sagen wollte. Oh, das ist ja nicht nur im, also ist ja nicht nur in der Lausitz. Hä? Es gibt leider auch keine Tipps und das, ich muss gerade mal nachgucken. Wenn du das ist auch nicht noch schlimm. Nie gehört hast, so, ne? Dann ja, ich wollte gerade sagen, also Freistaat Sachsen und der Niederlande. Ja. Neben der Bezeichnung wird vor allem in Brandenburg auch der ältere Begriff Wenden verwendet. Wenden. Okay. Ich schließe mal in 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Oh es sind die Sorben. Das habe ich schon mal gehört. Das sorbisch-wendische Volk. Cool. Sorbenland. Ja. Frage 34. In welche Stadt und in welchem Jahr, beides bitte, machten Bram und Piet einen Ausflug, in der sie ihre Komfort... Bram? Okay, die Stadt war Dresden und das Jahr war hoffentlich 2019. Das hätte ich auch gesagt. Ja. Boah, stark. Ein Ausflug, in der sie ihre Komfortzone verlassen haben. Sie haben für den Tag auf ihr Smartphones verzichtet. Es ist die Landeshauptstadt von Sachsen. Und hat gepisst wie Sau. Oh ja. Er hat so gepisst wie Sau, Alter. Und Gunnar war dabei und der war so die arme Sau, weil der die Kamera im Regen halten musste. Ja, Bram kommt nun mal an Jay ran. 66 zu 70 ja, zu 48 zu 50. Das war auch jetzt für uns schon vorteilhaft, die Frage, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Frage 35. Oha. In welcher Stadt nagelte, das steht da übrigens, Martin Luther 1517 angeblich Peter? Das war Münster. Hey, warte mal. Nee, ich bin dumm. Ja. Das war richtig dumm von mir. Münster ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Sepp? War das Weimar? Es war nicht Weimar. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Angeblich seine 95 Thesen an die Schlosskirche und leitete somit den Beginn der Reformation ein. Der Beiname reicht mir nicht. Denn der Beiname ist Lutherstadt. Mhm. Tipp 2. Eine Stadt mit ähnlichem Namen liegt in Brandenburg an der Elbe. Tipp 3. Die Stadt liegt in Sachsen-Anhalt. Ja, auch Schmutz. Lutherstadt nicht an der Elbe. Ich glaube, in NRW gibt es eine Stadt, die so ähnlich heißt. Münster? Nur ohne... Ja. Münster heißt die. Nur ohne das Berg. Münsterberg. Ich meine nicht Münster.
Na gut, ich gebe euch noch 5. Fuck, vier, das muss man doch wissen. 3, 2, Düsseldorf-Berg. 1. Geschlossen. Es ist Wittenberg. Und nicht Wittenberge. Weil Wittenberge ist wahrscheinlich das, was da immer noch. Achso, die Stadt trägt den Beinamen Lutherstadt. Da genau, heißt ja Lutherstadt. Wittenberg ist die Lutherstadt. Wittenberg ist die Lutherstadt. Okay. So. Dass ich nicht evangelisch erzogen wurde, sondern katholisch. Ja, also ich finde, als Evangelium müsste das man das eigentlich schon wissen. Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Wissen. Gucken wir jetzt auf Peter oder habe ich irgendwas nicht verstanden? Auf Sepp. Ach so. Nee, ich bin in gar keiner Kirche. Also. Ja, aber gelernt hat man das ja trotzdem das mal. Nee, wir hatten ja gar keinen Religionsunterricht. Wir waren ja Heiden in der katholisch geführten Region. Das stimmt. Wir hatten nicht mal Religionsunterricht. Wir hatten einfach frei. Guck mal. Also Frage 36. Wir kommen mal ein bisschen was zu essen und trinken. Welches Bananen. Getränk? Oh. Schade. Oettinger. Oettinger ist falsch. Ist doch bayerisch. Jay? Oh, Tritop, das Original. Das Original ist leider falsch. Oh, hier. Bram? Mate. Nein. Welches Getränk darf sich seit 1905 als Tafelgetränk seiner Majestät des Königs Friedrich August von Sachsen bezeichnen? Bitte was? In Klammern gesucht ist die Marke. Mineralwasser? Fritz-Cola. Tafelgetränk seiner Majestät des Königs Friedrich August von Sachsen. Okay, Club Mate gibt es auch nicht seitdem, oder? Ach, Tipp, okay. Die Brauereigruppe ist die größte Deutschlands. Radeberger. Ja, also, stimmt, ne? Das war ja fucking Radeberger, ey. Und ist eine Tochtergesellschaft von Dr. Oetker. Ah, Nestle hätte ich jetzt gesagt. Die Marke hat eine Werbepartnerschaft mit der Dresdner Semperoper. Jo. Ein Radeberger. Frage 37. In welcher Stadt baut der Computerhersteller Intel ab 20 Rams? Das neue Werk in Magdeburg. Das neue Werk in Magdeburg. Okay, wow, der erste Tipp wäre ja, der erste deutsche Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation Otto I., ist zusammen mit Otto von Guericke der Namenspatron der Stadt. Sie bezeichnet sich als Otto-Stadt. Was für Ottos, Alter. Hey. Magdeburg ist eine Autostadt. Ja. Magdeburg, das ist das, was jetzt bei Jay hängen bleiben würde. Magdeburg ist eine Autostadt. Magdeburg, da wohnen nur Autos. Ja, das oh, ist Mann. Das okay. Schätzfrage, und zwar Prozent. Der Gender Pay Gap beschreibt grob beschrieben den Gehaltsunterschied von Frauen und Männern. In Westdeutschland, inklusive Berlin, beträgt dieser unbereinigt 21%. Wie hoch ist der Gender Pay Gap in Ostdeutschland? Zumindest 2019. Falls ihr das noch haben wollt, es handelt sich um den unbereinigten Gender Pay Gap. Einige Gehaltsunterschiede können beispielsweise mit den Branchen, Teilzeitmodellen und Führungspositionen erklärt werden. Der ungeklärte Rest wäre der bereinigte Gender Pay Gap. Also Westdeutschland ist 21%, du willst jetzt ja, den Rest zum Osten haben, okay. Also, nee, nicht, also nicht den Rest, sondern die restlichen Länder. Ja, genau. Aber suchen wir jetzt auch den unbereinigten für Ostdeutschland oder den bereinigten für Ostdeutschland? Es handelt sich um den unbereinigten Gender Pay Gap. Wait, und die 21 waren bereinigt? Die sind auch unbereinigt. Achso. Für Westdeutschland. Ja. Dann kann man sich ja daran orientieren. Das ist ja gut. Ja, 98. Stimmt. 98% wäre krass. Seid ihr alle fertig? Nee, noch nicht. Jetzt sind alle fertig. Wir haben 18% von Peter, 11% von Dennis, 24% von von Jonathan und 27% von Sebastian. Und es sind 7%. Boah. Wow. Es ist viel weniger. Krass. Deswegen sind es 4 Punkte für Dennis. Wow. Der damit in Führung geht. Nächste Schätzfrage. Wie viel Prozent der Bevölkerung glaubt in Ostdeutschland denn an Gott? Stand 2019. Wo kriegt man das denn her? Achso, da steht's doch. Die Daten basieren auf einer Umfrage des Spiegels. Als Tipp, die sind in die Kirche gegangen und haben dann Leute gefragt, ob sie an Gott glauben. Wenn ihr einen Orientierungstipp braucht, steht hier noch bei, der Anteil in Westdeutschland beträgt 63%. Oder Betrug 2019.
Wie viel der Bevölkerung in Ostdeutschland glauben denn an Gott? Ja, das war eine gute Orientierung, glaube ich. Die glauben an Gott? Ja. Oh, warte mal, das war der falsche Button, Entschuldigung. Nichts passiert. Glauben an Gott ist nicht, sind in der Kirche, ne? Also, ja, ist richtig. Ja, ja. Glaubt an Gott. Peter, würdest du sagen, Gott, du glaubst an Gott? Wenn ich an Gott glaube, nein, dann wäre ich doch in der Kirche. Also, wir müssen neu fertig drücken, nee, weil Sepp gebuzzert hat. Oh, Entschuldigung. Achso. Nee, du bist doch nicht in der Kirche. Du kannst doch die. Ich glaube zu schlau an Gott, aber find die Institution Kirche richtig beschissen. Das könnte durchaus sein. Also, wir haben Peter mit 43%, Bram mit 17, Jay mit 48 und Sebastian mit 66. Noch alles Heiden im Osten. Ich fand den Tipp ein bisschen frech von 63%, denn es sind 26%. Uff, also echt nicht viel. Und das sind wieder 4 Punkte für Dennis. Ich dachte halt, dass es schon ein bisschen weniger ist wegen Bayern, aber da das so wenig ist, hätte ich nicht 26 gedacht. Ist nicht viel, ja. Was, Frage 40. Oha. Welche bekannte Politikerin wurde 7-mal im Wahlkreis Vorpommern? Ach, Sarah Wagenknecht. Ja. Sarah Wagenknecht ist falsch. Boah, scheiße. 3, 2, 1. Wurde. Peter? Angela Merkel. Angie! Ach ja, stimmt! Oh, Mann, Angel. Alter, wenn ich an DDR denke, dann denke ich halt direkt an die. Welche Politikerin wurde 7-mal im Wahlkreis Vorpommern direkt in den Bundestag gewählt? Direkt rein. Bei der Angie. Ja, das macht Frage 41. Welcher bekannte Physiker und Nobelpreisträger lebte in Leipzig und wurde mit nur 25 Jahren dort zum Professor berufen? Krass. Sepp. Einstein. Nee. Gott, war der noch nicht schon tot? Ey. Ich hoffe mal auf Karl. Hat Jahreszahl? Noch nicht. Karl Zeiss? Von Zeiss habe ich meine Brillen gelesen. Ja, vielleicht ist er Professor für Optik geworden. Ah, schade. Der bekannte Physiker und Nobelpreisträger lebte von 1901 bis 1976. Leute, ging gar nicht um die DDR. Er gilt als Begründer der Quantenmechanik. Ja doch, wahrscheinlich hat er dann zum Zeitpunkt in Leipzig gewohnt. Also, ja gut, aber ich dachte, oh krass, weil Sepp gerade Einstein sagte, ich dachte so, okay geil, die DDR ist doch 1949 gegründet worden. Hat man den Namen schon mal gehört? Ja. Sein Nachname, ja, da kommen wir jetzt zu. Boah, will ich den Vornamen? Eigentlich schon, weil sonst wissen wir nicht, wer gemeint ist. Denn sein Nachname wird als Pseudonym in Breaking Bad verwendet. Oh, ich weiß aber nicht, wie der mit Vornamen heißt. Oh. Er heißt bestimmt Joachim Heisenberg. Der hieß nicht Joachim. Schade. Wird wieder frei. Bam. Der war ja jung und modern, der hieß Marcel. Oh, nee. 1901. Ja. Der war auch nicht also smart wäre ja Walter. Wäre smart, ist aber in dem Fall falsch. Okay, schade. Karl. Sepp haut auch noch den Karl raus. Das ist leider nicht richtig. Ich gebe mal wieder frei. Hieß Jesse. Ach so. Oh, jetzt über drei Ecken gedacht. Weiß ich, wie du da hinkommst, aber nee. Okay, da, einmal so noch. Um die Zeit war das noch nicht. Ja? Hank. Nee. Hank. Hank. Der dann weiß ich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Der hieß Werner Heisenberg. Werner Heisenberg. Aber heißt doch in Breaking Bad gar keiner Werner. Das ist jetzt gemein. Stimmt. Doch, heißt nicht einer von den deutschen Werner? Die da den Tunnel, also die den Schütter bauen? Oder heißt nicht sogar der Kocher, der mit dem Koch zusammen? Hieß der nicht Werner? Ist das dann eine Anspielung? Alter, oh mein Gott. Da muss ich nachher mal nachgucken. Vielleicht schreibst du in die Kommentare. Frage 42. Welche Weihnachtsgebäcke isst man traditionell? Ja. Stollen. Okay. Christstollen. Beziehungsweise in Dresden. Pulsnitzer Pfefferkuchen. Uff. Also Pulsnitzer Pfefferkuchen kenne ich, aber Christstollen. Pulsnitzer hört sich an wie so eine Art und Weise, sich die Adern aufzuschlitzen. Was ist der Pulsnitzer? Und dann das Ende. Da gibt es so richtig trockene, die sind richtig scheiße. Aber es gibt auch richtig geile, die sind richtig geil. Die geilen sind geil, ist ja klar. Frage 43. Welche Spezialität kommt aus Thüringen? Eins reicht. Thüringer Klöße.
Das gibt ja einiges. Ja, aber eins reicht mir. Ja, zum Beispiel. Ach, scheiße. Eins reicht mir. Guter Song, das wären auch beide Antworten. Rostbratwurst oder Thüringer Klöße. Ja. Gibt nur die beiden. Gibt nur das. Nee, mehr gibt es anders nicht. Gibt es den Thüringen nicht. Frage 44. Was bezeichnet ein Gericht mit panierter und gebratener Jägerschnitzel. Ja, richtig eklig. Jagdwurst mit Nudeln und Tomatensoße. Das ganze Quiz lag schon. Ja, Jägerschnitzel. Frage 45. Oh. Wie wird ein. Warte mal, lass mich kurz lesen. Okay, da lasse ich alles gelten an Synonym, weil es gibt. Wie wird ein Gericht genannt, was aus Blut oder Grützwurst besteht? Ja? Jay? Himmel und Erde. Das ist nicht Himmel und Erd. Nee. Das ist auch hier eher so aus unserer Region, glaube ich. Ja, ich gebe wieder vielleicht freien. Vielleicht ist das ja auch da ein Synonym. 3, 2, 1. Also, Blut- oder Grützwurst und das meist mit Sauerkraut und Kartoffeln. Tote Oma. Oh. Unfall, lose Wurst, Plundwurst oder eigentlich Topwurst? Topwurst nice. Heißt ja eigentlich. What? Topwurst. Ja. In Klammern keine Plundwurst, Ahnung, auch Unfall, tote Oma oder lose Wurst. Und wo hast du heute Bock drauf? Ich hätte Bock auf tote Oma. Alter, Mama, heute lose Wurst. Ja. Ah, Frage 46. Kommen so langsam Richtung Ende. Der Solidaritätszuschlag wurde eingeführt, um die verschiedenen Mehrbelastungen aus dem Konflikt am Golf auch für die Unterstützung der Länder in Mittelost- und Südeuropa und die Kosten der deutschen Einheit zu finanzieren. Da wurde Zitate technisch ein bisschen auch was weggelassen. Aber naja. Wann wurde denn der Soli eingeführt? Ich hätte gerne ja, Bram. 1990. 1990 ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Peter? Es war nämlich erst 91. Ja, ich habe auch versucht, die ganze Zeit zu drücken. Sehr richtig. Wird nochmal knapp. Bram 96, Jay 85, Peter 84, Sepp 62. Oder ja, das sind ja auch ran. Die beiden Ossis, da, gegen die man da verteidigen muss gerade. Ja, die wohnen ja auch erst. Wie lange wohnen die da jetzt eigentlich schon? Vier Jahre? Ja, das ist schon ein Großteil ihres Lebens. Also ich wohne in Westdeutschland. Jetzt sei der Ossi. Natürlich. Frage 47. Beide. Wann kommt denn mal Sachsen-Paule? Welche Parteien waren in den neuen Bundesländern inklusive Ostberlin stärkste und zweitstärkste Kraft zur Bundestagswahl 2021? Jay. Linkspartei und SPD. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Linkspartei und AfD. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Jetzt bin ich überfragt. Das hätte ich jetzt aber auch gedacht. Okay. Ja, aber in allen Ländern, oder? Im Durchschnitt. Also ganz neue Bundesländer. In den neuen Bundesländern inklusive Ostberlin. Krass. Jetzt nochmal stellen. Welche Parteien waren in den neuen Bundesländern inklusive halt Ostberlin stärkste und zweitstärkste Kraft zur Bundestagswahl 2021, Jay? CDU und SPD. CDU und SPD ja, ist falsch. Oder? Ich gebe frei in 3, 2, 1. Jeder. Linke und Grüne. Linke und Grüne ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. SPD und AfD. Ah. Was? Ah. SPD und AfD. Ja, SPD linker und rechter Flügel. SPD mit 24,1% und AfD mit 20,5%. Ja, die Linken haben auch richtig abgeschissen, wa? Ja, ja, die sind nicht ohne Grund quasi gefolgt also reingekommen. Gefolgt von CDU 16,8, Linke 10,4, FDP 9,5 und Grüne 9,2. Hm. Frage 48. Wie heißt der erste Landespräsident, der Partei Die Linke angehört? Und von welchem Land ist er der? Ja, verdammt. Gregor Gysi? Von welchem Land? Sachsen. Der erste Landespräsident? Müsste es nicht Bodo Ramelow Thüringen sein? Ja. Okay. Und du hast doch Landespräsident gesagt. Ja, Bundesland. Der ist Ministerpräsident von Thüringen. Ja, genau, aber der ist doch kein Landespräsident. Ministerpräsident, ne? Ja. Da steht Landespräsident. Ja, vielleicht ist das halt ein Synonym. Das habe ich ja noch nie gehört. Landespräsident. Vielleicht sagt man das im Osten so, Bram. Vielleicht sagt man das so.
Das. Wird auch so vorgeschlagen. Also Ministerpräsident, ja. Also ich meine, von welchem Land denn sonst? Nee, ich dachte, Landespräsident ist, keine Ahnung, irgendwas. Von Polen. Wird ja auch. Das einfach war, das, was du gesagt hast. Kubicki. Frage 49, vorletzte Frage. Welche Farben, ich hätte gerne beide, beinhaltet die Landesflagge von Sachsen-Anhalt ohne Landeswappen? Oh, jetzt habe ich schon voll einen Tipp gegeben. Was weiß ich, was die für eine Flagge haben bei Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, da habe ich nichts mit zu tun. Farben. Ist immer schwarz und weiß. Schwarz und weiß ist. Kennen nur Extreme. Weiß und grün. Weiß und grün ist falsch. Ich fahre da immer durch, wenn ich nach Hause fahre, und da ist immer auf der A2 kann man da noch so schnell so fahren, wie man möchte. Das ist schön an Sachsen-Anhalt. Ja, und welche Farbe hat die Autobahn? Ja, die Autobahn? Grau. Ja. Sehr grau. Grau. Ja. Zwei Farben. Ja, keine Ahnung. Aber zählt denn überhaupt weiß und schwarz überhaupt als Farbe? Da denke ich, habe ich schon wieder Angst, dass ich irgendeine Fangfrage ist. Weiß und rot. Nee, weiß und rote sind nicht. Und mit, ob das eine Farbe ist oder so, das stellen wir nicht zur Debatte. Schwarz-gelb. Gelb und schwarz. Nice. Gelb oben, schwarz unten, Wappen in der Mitte. Sehr richtig. Und damit kommen wir heute bei einem Stand von 103 zu 94. Also Bram ist schon durch. Ist eigentlich nur die Frage, kann Jay nochmal an Peter vorbeiziehen? Letzte Frage. Keine Frage Chance 50. Gegen Quoten aus. Oh mein Gott, was? Okay. Ich mache erst eine Frage drauf. Ja, das andere, das ist genauso ein Rumgerate wie jetzt eben. Okay. Was ist Bram? Was ist Erik Honecker am liebsten? Banane. Nein. Also es kann sein, aber das ist nicht die Frage. Denn die Frage ist, was ist auf dem Thüringer Landeswappen zu sehen? Banane. Jay. Ein Löwe. Der Ludowinger. Ein Klöße. Der Klöße wäre auch gut gewesen. Oh mein Gott, dann überholt er mich damit. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Warum hast du nicht gedrückt und hast Löwe gesagt? Oder Adler zumindest oder so? Da hab ich keine Ahnung, was da drauf ist. Also das ist auch sein, aus einem Löwe oder ein Adler. Das weiß man doch hier, Thüringen. Ne? Also als ob du da noch nie warst in Thüringen, Peter. Also wenn ihr wollt, können wir noch die Zusatzfrage machen für alle. Okay, welche Farben sind denn enthalten? Und ich hätte gerne alle. Oh. Wie viel, hast du denn wie viele? Vier. Vier! Oh. Okay, wie viele Chancen habe ich? Ich habe eine Chance, um Jay noch zu überholen, indem ich die richtigen vier Fragen nenne. Ich habe doch die Chance, ich habe sogar die Chance, Bram einzuholen, wenn ich jetzt richtig drücke. Das ist schwarz, weiß, okay. Oh, das ist gut. Oh, jetzt ist es schon mal, schwarz ist es nicht. Ja. Aber jetzt, das ist, ne, deswegen dachte ich mir schon, da kommst du so nicht drauf, und wenn du alle Farben einzeln... Okay, Peter, jetzt Peter versucht es. Rocket. Gelb. Rot. Blau. Grün. Oh, nee. Das ist falsch, Jay. Rot, gelb, blau, weiß. Nee. Okay, pass auf, dann schließen wir die Nummer. Ja, warte. Ja, okay. Ich hab jetzt wieder Schuss. Ja. Rot, gelb, blau, braun. Boah, nee. Braun. Braun ist es nicht. Ich schließe. Also hier, ich gehe wieder frei in 3, 2, 1. Ja, Jay. Versuch den auch nochmal. Rot, gelb, blau, violett. Nein. Damit schließen wir die Frage. Ja, cool. Ja, gut. Ihr wart, also das letzte hätte ich gerne, also blau ist drauf, rot ist drauf, Gesundheit, gelb habe ich einfach mal als Gold zählen lassen, gefehlt hat mir dann aber Silber. Ah, das wäre ich nicht drauf gekommen. Silber wäre ich gewesen. Müssen. Schade, Silber kommst du nicht. Damit gewinnt Bram heute mit 50 Fragen zu den neuen Bundesländern. Das ist sehr freundlich gewesen. Vielen, vielen Dank. Danke an die Banane. Robert für dieses vorbereitete Quiz. Und frohes Neues. Ist schon frohes Neues. Ja. Ja, dann frohes Neues Jahr. wir sehen uns dieses Jahr hoffentlich auch wieder öfter.
Vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei 50 Fragen. Bis dahin, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.